Dachte schon. Wir kennen gar keine Rechte vorbei. Terran Logan schickt sich um zu aktiv. Los geht's. Ja? Dem Erbauer sei Dank, dass der Regent soll gesagt haben, dass jeder Ben, der sich seinen Befehlen widersetzt, vernichtet wird. Das glaube ich nicht. Ich habe es doch selbst gehört. Wenn sie sich nicht einreihen und gegen die dunkle Brut kämpfen, wird er ein Exempel statuieren. Das waren seine Worte. Wenn du mich fragst, klingt das überhaupt nicht verrückt. Kommt ruhig näher und werft einen Blick auf die beste Auswahl nahezu neuer Rüstungen und Waffen östlich von Olay. Kunari? Ich fürchte, das Wort sagt mir nichts. Oh, diese Schwerter, meint ihr? Ich hatte eines, aber ich habe es verkauft. Einem Sammler. Ich kann euch nicht einfach alles über meine zahlenden Kunden erzählen. Das wäre erstens nicht ethisch und zweitens schlecht fürs Geschäft. Viele meiner Kunden sind äußerst empfindlich. Sie möchten nicht, dass ihre Privatgeschäfte vor jedem dahergelaufenen Fremden erörtert werden. Hätte ich gewusst, dass er noch atmet, hätte ich ein Messer benutzt. Ich meine, dann wäre ich vorsichtiger gewesen. In Redcliffe. Der Kerl, der es gekauft hat, lebt dort. Er ist ein Sammler, ein Zwerg. Ich glaube, er heißt Dwin. Ich will keinen Ärger. Falls ihr diesem Riesen begegnet, könntet ihr ihm dann bitte sagen, dass ich es nicht habe? Ich schwöre es. Nun, er ist der stolze Besitzer eures Riesenschwerts. Jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe plötzlich den Drang, zusammenzupacken. Halten Sie sich jetzt für unabhängig? Die Händler werden nicht riskieren, dass sowas nochmal vorkommt. Ich bringe meine Karawane nach High Ever. Dort herrscht Frieden. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Mögen die Ahnen uns alle beschützen. Ich habe Verträge. Sie können uns nicht einfach so ausschließen. Gestern waren hier ein paar Kerle mit wilden Geschichten über Redcliffe. Hast du sie schon gehört? Ich frage mich, ob es zwei grauen Wächtern überhaupt gestattet ist. Wie heißt das gleich nochmal? Zu schmusen? Zu fraternisieren. Was soll am Fraternisieren falsch sein? Ich finde es disziplinlos. In einer Organisation, die behauptet, alles Notwendige zu tun, um die Bedrohung durch die dunkle Brut zu beenden. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ach nein? Und wenn ein grauer Wächter nun wählen muss zwischen dem Wächter, den er liebt, und dem Sieg über die Verderbnis? Wie sollte er sich entscheiden? Das ist eine lächerliche Frage. Damit habe ich meine Antwort. Sehr freundlich von euch. Oh! Ihr wolltet mit mir sprechen? Wahrlich sehr höflich, dass jemand mit so vielen Waffen einen unbedeutenden Händler überhaupt bemerkt. Es geht euch zwar nichts an,
Aber ich wurde wie mein Vater an der Oberfläche geboren. Wir hatten nie eine Kaste, die wir verlieren könnten. Die Versammlung sagt, wir hätten dem Stein den Rücken gekehrt. Aber unsere Ware nehmen sie uns trotzdem ab. Heuchler, allesamt. Vielleicht wird es anders, bis meine Kinder erwachsen sind. Zweimal jährlich. Ich habe nur einen Stand im Ständeviertel, aber ich bekomme genug damit. Es ist sehr in sich abgeschlossen. Mein Großvater sagt, ich hätte das Gefühl für den Stein verloren. Ich wurde oben geboren und erinnere mich nicht, es je gehabt zu haben. Dann viel Glück. Was kann ich für euch tun? Das dürfte interessant sein. Welch ein Stil! Der Mann ist wahrhaftig ein Gelehrter und Rhetoriker. Von einem solchen Mann seiner Pflichten enthoben zu werden, ist eine Ehre. Einen schönen Tag noch. Die verdammten Zwerge streiten, bis sie verhungert sind, wenn sie nicht aufpassen. Ich verlange ein... Ihr beleidigt Hans Ferelden. König Loghain wird nicht... Viata! Dieses Land wird von den unabhängigen Zwergenkönigen verwaltet. Ich kann euch derzeit den Zutritt nicht gewähren. König Loghain verlangt die Unterstützung der Dashiers oder Lords oder wie die in eurer Versammlung eben heißen. Ich bin sein offizieller Bote. Ihr könnt auch der Fußabstreifer des Königs sein. Nach Orsama kommen bis zur Klärung der Thronnachfolge nur die von unserer Art. Jeder Zwerg, der sich für die Oberfläche entscheidet, schließt sich damit selbst aus. Ihr solltet keinen Niemand passieren lassen, wenn ihr Loghains Boten zurückweist. Moment. Seht mich mal an. Ihr seid der Markling, der das Tornai entehrt hat. Ihr wisst wohl noch nichts von unserer Tragödie. Orsama hat keinen König. Andrin Idukin ist vor 3 Wochen aus Trauer über den Verlust seiner Söhne zum Stein zurückgekehrt. Die Versammlung konnte sich auch nach einem Dutzend Wahlgängen nicht über einen Nachfolger einigen. Wenn das nicht bald geklärt wird, droht uns ein Bürgerkrieg. Die Wächter haben König Kaelin getötet und Ferelden beinahe in den Untergang getrieben. Sie sind erklärte Feinde von König Loghain. Nun, das ist das königliche Siegel. Nur die Versammlung darf es brechen. Grauer Wächter, ihr könnt passieren. Ihr lasst eine Verräterin passieren? Wie habt ihr sie genannt? Dreckiger Markling? Ich verlange im Namen von König Loghain, dass ihr diesen Fleck auf Fereldens Ehre hinrichtet. Ihr werdet noch von mir hören. König Loghain wird euch vierteilen lassen. Ihr könnt Orsama betreten, Grauer Wächter. Obgleich ich nicht weiß, ob ihr dort Hilfe finden werdet.